Ja, dann begrüße ich erstmal hier zu dieser Veranstaltung des Links der Welle e.V. und der Kulatowitschen AG von Welle Mitte zu Linken. Und möchte, mein Name ist Werner Schulten vom Linkstreff und ich möchte unsere beiden Gäste begrüßen. Zu meiner Linken Alina Wawczyniak, dafür brauchen wir auf jeden Fall das Mikro, an der ich mich ganz herzlich bedanken möchte, dass sie gekommen ist. Sie liegt nämlich seit 3,5 Tagen quasi im Bett mit Fieber und hat sich jetzt trotzdem aufgemacht. Ihre Stimme ist halt wahrscheinlich ein bisschen schwach. Alina ist Bundestagsabgeordnete, Mitglied des Bundesvorstandes der Linken, ist Rechtsanwältin und Justiziarin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Nicht mehr? Gut, dann war es, aber dein Wissen um die juristischen Dinge hat ja nicht nachgelassen. Ja, wir wollen ja ein paar Fragen hier aufklären. Zu meiner Rechten, Wilfried Jubel, ist Bezirksleiter des Berliner Wiedervereins Berlin-Mitte. So, und wir möchten mal versuchen, drei Fragen anzureißen zu dem Thema, wie können wir die Vertreibung Einkommensschwacher aus dem Wedding verhindern? Dürfte ja niemandem entgangen sein, dass wir im letzten Jahr beispielsweise mit Veröffentlichung des neuen Mietspiegels 2011 fast flächendeckend die Mieten erhöht wurden, dass hier in vielen Bereichen ganze Blöcke modernisiert werden, und zwar mit solch gravierenden Maßnahmen, dass da bis zu 110% Mieterhöhungen fällig werden. Es findet also hier schon ein ganz bewusster Prozess statt, in Wedding, wie er Pratzelberg und in anderen Gegenden bereits längst stattgefunden hat. Dann die Fragen, die wir uns stellen, sind zum Ersten, was kann bzw. muss die Politik hiergegen unternehmen? Zum Zweiten, wie kann sich der Einzelne wehren? Und zum Dritten, was kann man als Gemeinschaft unternehmen und möglicherweise auch erreichen? Dazu würde ich jetzt vorschlagen, dass wir zwei kurze Fragerunden mit den beiden Podiumsteilnehmern machen und danach diskutieren wir miteinander. Meine erste Frage an Alina ist nicht, was war anders? Entschuldigung, ich muss erstmal Wilfried fragen. Ich glaube, das ist jetzt. Wilfried, es gibt ja eine neue Rechtsverordnung zu den Kosten der Unterkunft, weil ein großer Bereich dieser Einkommensschwachen sind natürlich ALG-II-Beziehende und Altersgrundsicherungsbeziehende und so weiter. Und die sind halt eben von dem, was ihnen an Mieter anerkannt wird, abhängig von einer Rechtsverordnung, die es hier in Berlin gibt. Früher gab es die alte AV Wohnen. Und jetzt hat ja der Senat eine neue BAF, nennt die sich, herausgegeben, Wohnaufwendungsverordnung. Und nach dieser neuen Rechtsverordnung wird den Leuten eine Netto-Kaltmiete von 4,91 Euro zugestanden. Betriebskosten, die zwei Jahre vorher noch auf 2,01 Euro lagen, jetzt nur noch von 1,44 Euro. Und die Bruttobarmiete insgesamt für Singles, je nach Heizart und Gebäudegröße, liegt zwischen 387 und 408 Euro. Und meine Frage an Wilfried, gibt es solche Wohnungen in Berlin oder Mitte überhaupt? Und wie ist die allgemeine Situation aus Sicht des Mietervereins und nach der Beratung da? Speziell auch hier. Also ich würde sagen, die Möglichkeit ist nur noch sehr gering, wenn überhaupt. Denn die Durchschnittsmiete im Wedding hat sich so verschärft, dass sie jetzt bei 6,50 Euro liegt. Das heißt also, in dem letzten Jahr hat sich die Miete um mindestens 7% erhöht. Das heißt also, dass kaum für diesen Wert von 4 Euro man hier noch eine vernünftige Wohnung im Wedding finden wird. Und das wird in der Zukunft wahrscheinlich noch ansteigen. Ich möchte dem voraussetzen, weil immer viel gesagt wird in der großen Politik von der Finanzkrise, die schlägt bei uns in Berlin besonders in der Wohnungswirtschaft durch. Denn ich bin ja Betreuer hier in der Müllerstraße, da haben wir unser Beratungszentrum. Und da haben wir tagtäglich mit Leuten zu tun, die uns ihre Sorgen antragen und versuchen, zumindest was die rechtliche Seite ist, sich beraten zu lassen. Und dort stehen eben diese Fragen besonders im Mittelpunkt. Und da wird immer die Frage gestellt, also ich kann es nicht mehr nachvollziehen, früher war das alles anders,
Heute steigen die Mieten unendlich, aber es wird an der Wohnung nichts gemacht. Im Gegenteil, die Qualität der Wohnung wird immer schlechter. Und das hat vor allem eine wesentliche Ursache. Dass die Wohnung Ware war, ist ja klar. Aber es ist noch ein weiteres Element dazu gekommen. Wohnung ist heute Spekulationsobjekt geworden. Und wenn Sie das Mittagmagazin vom ZDF oder ARD sehen und die Börsenberichte, dann wird meistens immer darauf verwiesen, gehen Sie doch, wenn Sie eine sichere Geldanlage suchen nach Berlin, da sind die Voraussetzungen noch recht günstig. Und deshalb haben wir jetzt verstärkt zu verzeichnen, dass die Wohnungen nicht mehr als Wohnungen als solches betrachtet werden, sondern als günstige Geldanlage. Und die Leute, die diese Wohnungen kaufen oder hier investieren, denken am wenigsten an die Mieter, sondern denken in erster Linie an ihren Gewinn, an ihre Rendite. Und das ist der Moment, warum gerade in der kurzen Zeit, im letzten Jahr, vor allen Dingen bei der Neuvermietung, die Mieten so rasant angestiegen sind. So, und wie gesagt, dahin hinzu kommt noch, dass bei hier gerade im Wedding eine hohe Anzahl an ehemaligen Sozialwohnungen haben, die bis 2010 aus der Grundförderung erschaffen worden sind, die aber vom Status her weiterhin, obwohl die Belegsbindung aufgehoben wurde, also die Förderung eingestellt wurde, weiter für die Altmieter eingestuft werden als Sozialwohnung. Das heißt, für diese Mieter kommt noch ein ganz extremer Fall hinzu. Die unterliegen nicht mal dem Mietspiegel, der noch einigermaßen die Frage im Zaum hält, sondern hier schlägt die Kostenmiete durch und dieser Spielraum besteht von 12 Euro von 11 Euro bis zu 21 Euro pro Quadratmeter, die der Vermieter nehmen kann. Nun gibt es die Frage, es hat ja ein Gerichtsprozess stattgefunden, wo sich Mieter gewehrt haben, weil die heutigen Eigentümer teilweise Kosten berechnen, die sie eigentlich gar nicht berechnen dürften, weil diese Kosten gar nicht angefallen sind. Aber dazu muss man vor Gericht ziehen und viele trauen sich das nicht, weil sie Angst haben, dass sie hinten runterfallen. Also akzeptieren Sie diese Frage. Und wir haben vor allen Dingen hier eine hohe Konzentration hier im Wedding-Zentrum, wo wir über 1500 solcher Wohnungen haben. Vor allen Dingen, wo die ja dann auch nicht mal dieser Krücke, muss ich mal sagen, von Wohnraumgesetz unterliegen, sondern völlig im leeren Raum stehen. Rehberge, das sind also solche Zentren, wo solche Fragen jetzt verstärkt hinzukommen. Und dann muss man sich noch betrachten, die Eigentumsstruktur, die verstärkt hier davon gekennzeichnet ist, dass sich vor allen Dingen Fondsgesellschaften wie die Deutsche Ennington, wie die GSW, wie die GAGBA hier eingekauft haben und nur darauf warten, wenn zum Beispiel Tegel geschlossen wird, dann andere Wohnbedingungen sind und von der Umstrukturierung, die da stattfinden wird, davon profitieren wird, sodass sie versuchen, die Mieter so rauszukriegen, indem sie die Mieter erhöhen, aber an der Wohnung nichts mehr machen. Sodass der Vermieter dann, der Mieter dann irgendwann sagt, also ja, aber die Frage ist, wohin? Und wenn man mal betrachtet, dass noch vor einem Jahr die Struktur so war, dass eine höhere Anzahl von Besserverdienern hier in Wedding gewohnt hat und ein Jahr 2011 ein Großteil der Besserverdienenden weggezogen ist, dann hat es da was mit zu tun. Hier haben wir nämlich zwei wesentliche Kriterien. Einerseits ist die soziale Infrastruktur jahrelang vernachlässigt worden, sodass die Leute sagen, die Geld haben, also das halte ich nicht mehr aus, ich ziehe weg. Es ist dann eine Zuwanderung noch erfolgt, weil die Mieten im Wedding noch relativ niedrig waren, aber seit dem vergangenen Jahr ist genau eine Kehrtwende eingetreten. Das heißt also, es kann niemand mehr hier jetzt rüber. Das war ja die Frage, weil nämlich der Wohnraum, der vorher zur Verfügung stand, nicht mehr gegeben ist. Und dieser Trend wird so weitergehen. Das heißt also, es wird nicht so sein, dass die Mieten wieder auf niedrigem Niveau eingefroren werden, sondern die Mieten werden weiter steigen. Das sind solche begleitenden Dinge, die wir unter Betracht ziehen müssen. Einerseits sind hier in Regierungsnähe, wenn man bedenkt, hier BRD hat sich eingekauft und die wollen ja alle hier irgendwo Wohnraum besitzen. Dann kommt hinzu, Tegel wird umstrukturiert,
sodass also von Wedding von einer Randlage in den Mittelpunkt getreten ist und die, die Auswirkungen von Altmitte und von Pankow, Prenzlauer Berg, der nicht ausbleiben. Sodass also, ich kann es leider nicht anders sagen, eine düstere Prognose für den Wedding hinzukommt. Das heißt also, es gibt nur eine Möglichkeit, dass man von der Politik her entsprechende Möglichkeiten nutzt, aber da wollen wir ja nachher drüber sprechen, um dem zumindest ein weitestgehend Einhalt zu gebieten. Dass wir das aufhalten können, weiß ich nicht im Moment. Dazu ist, wie ich schon gesagt habe, die gesellschaftlichen Voraussetzungen, also die Strukturen, die sich gegenwärtig in Berlin vollziehen, nicht gerade positiv dafür. Ja, vielen Dank, Wilfried. Du hast zwei Stichworte genannt. Zum einen hast du das Wort Spekulationsobjekt benutzt. Das ist genau das Problem, so wie ich das sehe, dass also Wohnraum immer mehr zum reinen Spekulationsobjekt geworden ist. Und dann hast du gesagt, da muss die Politik was machen. Da frage ich jetzt mal Alina, welche Vorstellungen, welche Positionen hat denn die Partei Die Linke zu diesem Thema? Ja, also ich will mal zunächst sagen, dass ich jetzt hier nicht mit Fieber bin. So schlimm ist es nicht. Ich will nämlich niemanden anstecken. Ich habe heute Morgen extra gemessen, das Fieber war gestern, ja, jetzt ist kein Fieber, also keine Angst. Die Frage, was kann Politik machen? Also ich will mal vielleicht ein bisschen unorthodox anfangen. Ich will nämlich damit anfangen, dass ich sagen würde, wenn wir vernünftige Löhne hätten, wenn wir eine Situation hätten, wo, ich sag mal, die klassischen Sozialleistungen ein tatsächlich existenzwürdiges Leben ermöglichen würden, wenn wir sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, würde sich möglicherweise, das klingt jetzt erstmal ein bisschen unorthodox, würden sich möglicherweise die Probleme nicht in dem Maße stellen, weil das Problem besteht ja darin, dass vor allen Dingen geringe Einkommen und das, was wir an sozusagen Transfer- und Sozialleistungen haben, nicht dazu reicht, um vernünftig wohnen und leben zu können. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass wir das nicht in den nächsten zwei Jahren oder im nächsten halben Jahr ändern. Insofern stellt sich für die Politik eine andere Aufgabe. Und da finde ich, ist es beim Thema Mieten und Wohnen insofern interessant, weil die Hebel zur Veränderung sowohl auf der kommunalen, auf der Landes- als auch auf der Bundesebene liegen. Und das führt dazu, dass wann immer man mit Politikerinnen und Politikern spricht, die Kommunalen sagen, das können wir nicht machen, das muss die Landesebene machen. Die Landesebene sagt, das können wir nicht machen, das muss die Bundesebene machen. Und umgedreht können wir das jetzt auch wieder rückwärts machen. Also die Bundesebene sagt, das können wir nicht machen. Deswegen will ich mal aus meiner Sicht ein paar Sachen sagen, was die Politik machen kann. Das eine ist auf der Bundesebene, tatsächlich darüber nachzudenken, und das diskutieren wir zumindest, dass beispielsweise bei Neuvermietungen, und Sie und ihr wisst vielleicht, dass bei Neuvermietungen ja immer gleich sofort eine drastische Mieterhöhung stattfindet, dass gerade die Neuvermietungen sich im Mietspiegel wiederfinden, dass wir sagen, wir wollen bei Neuvermietungen ohne Wohnwert also Wohnwerterhöhung. Also es passiert nichts bei der Wohnung, außer dass jemand Neues einzieht, dass dann Mieterhöhungen nur im Rahmen des Inflationsausgleiches möglich sind. Wenn man das machen würde, wären die Mietsteigerungen bei einem Neueinzug nicht so massiv. Das Zweite ist, dass wir durchaus sagen, dass man über die Mieterhöhungsspanne, die man jetzt auch jenseits von Neuvermietung hat, ernsthaft reden muss, ob das, was wir da derzeit haben an Spanne, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 20% in drei Jahren, dass das auch etwas ist, wo wir sagen, da muss man ansetzen und sagen, auch da muss man gucken, dass man Riegel vorschiebt. Das Dritte ist, ich rede da besonders gern drüber, weil es im Moment in der Debatte ist. Es gibt jetzt ein sogenanntes Mietrechtsänderungsgesetz, wo es, die Bundesregierung hat das vorgelegt, wo es vor allen Dingen um die Frage energetische Modernisierung geht. Und wir hatten bis jetzt die Situation, dass wenn man als Mieter die Informationen bekommen hat, bei Ihnen soll modernisiert werden,
konnte man mit Verweis auf wirtschaftliche Härten, also wenn es jemanden betraf, einen selbst betraf, auf wirtschaftliche Härten widersprechen. Das wird es zukünftig nicht geben, sondern es wird demnächst die Modernisierung kommen und nur im Rahmen von der Festlegung der Miethöhe kann man dann sagen, dass es für einen selbst eine wirtschaftliche Härte bedeutet. Das ist aus meiner Sicht die Verdrängung nach den Bestandsmietern, weil der Bestandsmieter kann auch drinnen bleiben, trotz Modernisierung, aber wenn der irgendwann rausgeht, ist der Weg offen, die Mieten erheblich zu erhöhen. Das Dritte ist, oder andersrum würde man sagen, dann muss man zum Landesrecht kommen. Auf der Landesebene kann man über Wohnungsneubau nachdenken. Das ist dringend erforderlich in Berlin. Ich will allerdings darauf hinweisen, dass zumindest nach dem, was vor allen Dingen Genossenschaften sagen, man sich keiner Illusion hingeben soll, wenn da andere Zahlen haben, bin ich sehr dankbar, dass auch ein Wohnungsneubau nicht unter 8,50 Euro zu haben ist. Also es ist auch nur ein Teil dessen, was man als Problem lösen kann. Aber wenn man bei der Frage ist, Wohnungsneubau, sozialer Wohnungsbau, dann muss man darüber nachdenken, ob es klug ist, wenn man so etwas wieder aufleben lässt, zu sagen, okay, wir schenken, weil es nichts anderes ist es, denjenigen, die Wohnungen bauen, Steuergelder und sagen, hier, wir fördern das, baut mal Wohnungen. Oder ob man nicht andere Möglichkeiten findet, da wird debattiert, einen speziellen Fonds zu machen, wo man sagt, okay, das Land Berlin beispielsweise gibt einen Kredit für die Finanzierung von Wohnungsneubau, der soll dann aber auch tatsächlich genutzt werden, die Wohnungen dort für Menschen mit geringerem Einkommen. Und dieser Kredit ist aber nach 10 bis 15 Jahren zurückzuzahlen. Das heißt, es soll gerade nicht darum gehen, dass die Leute dick und fett werden. Dann muss man, also nicht die Leute, sondern die Wohnung anbieten. Dann muss man nochmal gucken, was unter der Rubrik Zweckentfremdung stattfindet. Und man muss auch nochmal die Debatte führen, möchte man, und das, diese Debatte führen wir als Partei noch, möchte man sogenannte Mietobergrenzen oder möchte man ein Vergleichsmietensystem, wobei allerdings der Mietspiegel auch die Bestandsmieten umfassen soll. Das jetzt vielleicht erstmal so weit. Herr Kollege hat ja fast ohne Husten geklappt, jetzt kann ich mal zuhören. Ja, Wilfried möchte das ergänzen, aber ich möchte da die nächste Frage anschließen, weil wir gerade bei dem Thema waren, was kann Politik machen. Meine Frage ist, was kann man auf kommunaler Ebene machen, das heißt, was kann vom Bezirk her gemacht werden. Man kann die Verdrängung nicht verhindern, aber man kann sie vielleicht eingrenzen. Es gibt da sowas wie Milieuschutz, vielleicht kannst du das mal erklären, was das bedeutet, wie man es anwenden kann. Und dann der Herr zu. Na, ich würde erstmal sagen, bleiben wir erstmal noch beim Land, bevor wir zum Bezirk kommen. Ich bin der Meinung, da brauchen wir erstmal nichts Neues schaffen, sondern das liegt in der Kompetenz des Landes, hier Regelungen zu treffen. Ich habe ja vorhin die Sozialwohnungsgeschichte angesprochen. Da brauchen wir einfach ein neues Wohnraumgesetz, wo wirklich etwas für die Leute, die dort in diesen Wohnungen wohnen, getan wird. Gegenwärtig sind, wie ich ja gesagt habe, Spielball der Eigentümer, die inzwischen die Möglichkeit haben, einerseits nichts zu machen, andererseits die Mieten hochzutreiben. Ich weiß, unsere Vorstellung auch vom Berliner Mietervereinen besteht darin, dass zum Beispiel in so einem Gesetz enthalten sein muss, dass, wenn auch hier die Vergleichsmiete erstmal in Frage gestellt wird, aber es ist auf jeden Fall noch besser als die Kostenmiete, dass die Vergleichsmiete für diese Wohnung angesetzt wird und dass, wenn die Mieten höher liegen bis jetzt, dass sie auch runtergestuft werden auf den Stand der Vergleichsmiete. Das heißt also, dass die Mieten gesenkt werden können. Zweitens, dass die Umzugskostenhilfe nicht erst nach Ablauf von 3 Jahren
der Grundforderung nur noch angewandt werden darf, sondern dass diese Umzugskosten und der Mietenausgleich, wenn der umziehen muss in der anderen Wohnung, dann gezahlt wird, wenn diese Frage eintritt. Gegenwärtig ist es so, gerade bei diesen Wohnungen, die sind 2010 aus der Grundforderung ausgelaufen. Nach 3 Jahren haben die überhaupt gar keinen Anspruch mehr auf irgendwelche Unterstützung oder Hilfe. Ja. Das heißt also, ich wollte bloß mal einige Fragen sagen, man müsste da noch über weitere Dinge nachdenken. Auf jeden Fall besteht ja hier Nachholbedarf bei der Landespolitik, das zu verändern. Die zweite Frage ist folgendes. Jahrelang wurde ja immer behauptet, in Berlin gibt es keinen Wohnungsnotstand. Aufgrund dieser Tatsache wurde ein ganz wesentliches Gesetz oder ein Paragraph des Wirtschaftsstrafgesetzes einfach außer Kraft gesetzt. Das ist der Paragraph 5. Wir wollen ja eigentlich, dass die Kappungsgrenze runtergesetzt wird auf 10%. Aber hier in Berlin dürfen sogar mehr als 50%. Das heißt, es gibt kein Ende bei Neuvermietung. Der Vermieter kann exorbitant die Mieten erhöhen oder festlegen. Dann im Wirtschaftsstrafgesetz § 5 ist eine Grenze gesagt bei 20% über den Mietspiegel, aber maximal bei 50%. Selbst diese minimalen Forderungen gelten für Berlin nicht, weil per Gerichtsbeschluss entschieden wurde, in Berlin besteht kein Wohnungsnotstand, also darf dieses Gesetz § 5 nicht zur Anwendung gebracht werden. So, dann, es wurde hier richtig gesagt, der Berliner Mieterverein steht auch auf den Standpunkt, diese Forderung nach Neubau ist einerseits zu einseitig, natürlich muss man neu bauen, aber wenn man gerade hier die Leute im Kiez behalten will, da wird hier kaum, und wir haben bei unserer Jahresmitgliederversammlung dem Bezirksbürgermeister die Frage gestellt, wie viele Flächen denn in Mitte zur Verfügung stehen, um adäquaten Wohnraum zu bauen, hat er gesagt, also, er kann jetzt im Moment nicht sagen, wahrscheinlich gar keiner. So, das heißt also, für Mitte trifft überhaupt nicht zu, die Frage von Neubau, sondern hier geht es einfach darum, die Wohnungen so menschenwürdig erstmal herzustellen, also kommen wir nicht an der Modernisierung vorbei. Aber sie muss so gemacht werden, dass im Endergebnis für die Leute, bei denen schon ein geringer Zuwachs an Miete nicht mehr finanzierbar ist. Und wir haben solche Beispiele gehabt hier im Brunnenviertel, ja, wo der ist gekommen und hat gesagt, also die Wohnung ist jetzt wunderschön, aber ich bin Transferhilfeempfänger. Eigentlich müsste ich ausziehen, weil ja mein Geld, was ich dafür kriege, nicht mehr ausreicht. Aber ich bleibe drin, weil ich gar keinen anderen Wohnraum finden würde, der noch billiger wäre. Also bezahle ich lieber die Differenz. Das heißt also, hier gäbe es nämlich die Möglichkeit, wenn die Koalitionsregierung darauf nachfordert, also nach mehr Fördermitteln, dann sollten die Fördermittel aber nicht nur für den Neubau angewandt werden, sondern sollten auch weiterhin zielgerichtet für die Modernisierung angewandt werden, weil nämlich der Paragraph 559 besagt, wenn Drittmittel zur Verfügung gestellt werden, dürfen sie nicht auf die Kaltmiete umgelegt werden. Das heißt also, wenn man diese Fördermittel zur Verfügung stellen würde, könnte man modernisieren, ohne dass dass die Betroffenen damit rechnen müssten, dass eine Mieterhöhung kommt. Das wäre zum Beispiel auch schon eine Sache, die man ohne Widerstand auf der Landesebene realisieren kann. Hier wurde gesagt von der Umwandlungsverordnung. Das heißt also, es gibt eine Möglichkeit, das ist der Paragraph 172 des Baugesetzes. Wohlgesagt, des Baugesetzes. Letzten haben wir darüber diskutiert und haben gesagt, naja, ist ja auch nicht mehr als eine Krücke, ist schon richtig, weil dieser Paragraph 172 darf natürlich nicht das Mietengesetz außer Kraft setzen oder Einfluss nehmen, sondern die ja eigentlich nur beim Bau so, oder Modernisierung. Und dieser Paragraph sagt, Erhaltungssatzung. Und er hat 3 Punkte. Einmal die Erhaltung bei baulichen Veränderungen, dass die typische Bausubstanz erhalten bleibt, so wie sie hier ist. Und es gibt den 2. Punkt, der immer so als Milieuschutz bezeichnet wird, der ein bisschen kompliziert ist. Ich verwende Ihnen mehr die Frage soziale Erhaltungssatzung. Das heißt also, hier soll mit erreicht werden, dass die strukturelle Entwicklung, soziale Struktur, so wie sie in diesem Kiez vorhanden ist,
erhalten bleiben soll. Das heißt aber, hier muss ganz konkret nachgewiesen werden, dass also diese Sozialstruktur auch erhaltenswürdig ist. Das heißt, es geht darum, wenn man jetzt Sozialstrukturen, die bis jetzt funktioniert haben, durch bauliche Maßnahmen oder Modernisierung, Abriss und was weiß ich, zerstört, ja, eine Veränderung auch oder eine Verlagerung der Probleme auf andere Stadtbezirke erfolgt. Das heißt also, sogenannte soziale Brennpunkte entstehen würden. Das heißt also, mit dieser sozialen Erhaltungssatzung könnte man regulierend eingreifen, dass keine Abrisse erfolgen, dass keiner vertrieben wird und so weiter und so fort. Das heißt also, hier hatte der Bezirk die Möglichkeit, es gab ja schon Beispiele, dass solche Satzungen festgelegt worden sind, eine Möglichkeit ebenfalls auf die Erhaltung der Struktur einzuwirken. Und es gibt laut diesem Paragraphen 172 noch eine dritte Möglichkeit. Das ist diese Umstrukturierungssatzung. Das heißt also, in solchen Situationen, wo eine Schutzsatzung nicht möglich ist, zumindest eine soziale Abfederung bei der Modernisierung anzuwenden. Da gibt es dann der Umstrukturierungssatzung in Verbindung mit dem Paragraphen 180 des Baugesetzbuches soziale Planverfahren. Und wer mal gelesen hat, es wird zum Beispiel in anderen Stadtbezirken bereits mit diesen Dingen gearbeitet. Zum Beispiel Pankow hat eine Vereinbarung getroffen, eine soziale Vereinbarung getroffen mit der Wohnungsbaugesellschaft Gebobank, wo ein Sanierungsgebiet darin individuell festgelegt, wie ist zu verfahren mit sozial Schwachen in diesen Gebieten, wie können wir sie erhalten und wie können wir garantieren, dass ihnen daraus kein Schaden erwächst. Das heißt also, auch in Mitte könnte man sowas machen. Aber meine Erfahrung besteht darin, dass man sich vehement gegen auch der Ausschöpfung dieser Möglichkeiten gegenwendet. Das war schon im Fall, wir haben im Tiergarten sowas versucht, das ist dann kurzerhand abgeschneidert worden, diese ganze Geschichte mit fadenscheinigen Begründungen. So, ich weiß nur, dass gegenwärtig von Grünen dort ein Versuch gestartet wurde, wie das noch ausgeht, weiß ich nicht, im Tiergarten wieder eine Milieuschutzsatzung zu prüfen. Dem BVV kann ja immer nur den Auftrag geben, das prüfen zu lassen. Aber wie gesagt, so wie ich den Herrn Spalle kenne, und wenn da nicht wirklich politisch Druck auf ihn ausgeübt wird, wird da kaum in dieser Richtung was passieren. Im Gegensatz zu seinen Kollegen in anderen Bezirken, die das für dieses Pankower Modell für gut heißen, gibt es gegenwärtig in Mitte keine Anzeichen in dieser Richtung. Das heißt also, auch das wäre eine Möglichkeit. Und ich habe mich gelesen, es gibt auch in Berlin ein sogenanntes Wohnungsaufsichtsgesetz. Das heißt, die Bezirke sind verpflichtet, zu kontrollieren, ob die Eigentümer auch wirklich ihrer Instandhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen nachkommen. Und normalerweise kann sich jeder Bürger an diese Behörde wenden, wenn der Wohnungszustand sehr schlecht ist. Dann müssen die das prüfen und können der jeweiligen Eigentümer Auflagen erteilen. Bloß wie gesagt, es wäre notwendig, ich bin kein Jurist, muss ich mal dazu sagen, das kann vielleicht auch nicht besser sagen, aber auf jeden Fall müsste auch die Sache noch ein bisschen verschärft werden. Das ist ein Gesetz, was der Senat herausgegeben hat. Also Sie sehen, es gibt einige Möglichkeiten, die die Politik erstmal anschieben kann, die keine Endlösung des Problems darstellen und auch nicht prinzipiell verhindern kann. Aber es ist doch den Versuch wert, überhaupt erstmal die Instrumente, die dem Land und dem Bezirk zur Verfügung stehen, überhaupt erstmal anzugreifen und anzuwenden. Ja, vielen Dank, Wilfried. Es ist ja nun einiges gesagt worden. Jetzt muss garantiert eine ganze Menge Nachfragen geben. Teilweise ist es auch nicht für jeden immer verständlich gewesen, dass so viel von Paragraphen gesprochen wird. Also, eins ist ja nun ziemlich klar, Modernisierung ist ein ganz wesentliches Thema für den Druck auf die Mietpreise, dass sie nach oben schießen. Fakt ist, dass also Vermieter, und das sind ja nicht immer Wohnungsbaugesellschaften, mit denen man freiwillige Vereinbarungen treffen kann, den Pankow, sondern zunehmend Immobilienkonzerne,
die ausschließlich auf Profit ausgerichtet sind. Und da sieht es bei Modernisierungsmaßnahmen ja so aus, dass die dann von den Gesamtmaßnahmen pro Jahr 11% umlegen können. Das heißt, es ist natürlich ein Riesengeschäft, weil diese 11% werden immer weiter bezahlt. Nicht, wenn alles bezahlt ist, hört es auf, sondern es wird ja bis ans Lebensende bezahlt oder solange irgendwie das Objekt hält. Und insofern ist das natürlich ein Riesenanreiz für Vermieter. Alina, du hast eben gesagt, es gibt die Möglichkeit eines Widerspruchs wegen wirtschaftlicher Härte bei der Umlage von Modernisierungsmaßnahmen. Da würde ich gerne mal was Konkreteres zu hören, weil das ist dann die zweite Frage, die wir ja in unserem Einlagen stehen haben, wie ganz einzelne wären. Und daran möchte ich gleich anknüpfen, die zweite Frage, nämlich was kann man als Gemeinschaft unternehmen? Also wie kann man politisch Druck machen durch Initiativen oder wodurch insgesamt? Also zum einen ist zumindest die Erfahrung, die der Anwalt, der bei mir im Bürgerbüro 14-tägig eine kostenlose soziale Mietenberatung macht, diejenige, dass die Ankündigungen von Vermietern, dass Modernisierungen stattfinden, sehr, sehr häufig nicht der Form entsprechen, der sie eigentlich entsprechen müssten. Das heißt, schon vor diesem Hintergrund kann man sozusagen zumindest erstmal zurückweisen, indem man sagen kann, also hier, das entspricht nicht den Voraussetzungen, bitte nochmal. Das zweite ist, dass man, wenn eine solche Modernisierungsankündigung kommt, wie gesagt, bisher hatte man die Möglichkeit, das soll jetzt mit dem Mietrechtsänderungsgesetz tatsächlich verändert werden, zu sagen, dass man der Modernisierung widerspricht, weil es für einen selbst eine besondere Härte darstellen würde. Und da zählten unter anderem zu dieser besonderen Härte auch, dass die wahrscheinlichen Mieterhöhungen ein Problem sind. Das zumindest hat dazu geführt, dass die Modernisierung, ich sage mal, nicht sofort kam und dass es, wenn es mehrere Leute gegeben hat in einem Haus, die Modernisierung zumindest erstmal deutlich aufgeschoben hat. Ich sage es mal jetzt sehr vorsichtig. Das, wie gesagt, soll jetzt nicht mehr der Fall sein. Das, was zumindest ich in Friedrichshain-Kreuzberg erlebe, ist bei der Frage, was kann man tun, was sollte man tun, ist, dass wir mittlerweile eine Situation haben, wo neue Eigentümer überhaupt keine Modernisierung machen, sondern die Häuser, ich sage jetzt mal, bösartig verfallen lassen. Wir haben es jetzt in der Frankfurter Allee gehabt, da sind Bewohnerinnen und Bewohner zum Teil deutlich über 80 in Wohnungen gewesen. Da hat der Vermieter einfach mal den Fahrstuhl abgestellt für 2 Wochen. Da haben wir dann sozusagen über mein Bürgerbüro die Bauaufsicht eingeschaltet und haben gesagt, das ist jetzt hier wohl nicht der, also nicht sein kann, weil man sich auch keinen Kopf gemacht hat, wie die über 80-Jährigen beispielsweise aus den Wohnungen rauskommen. Das heißt, es entsteht derzeit eine Situation, wo Wohnungen versucht werden, runterkommen zu lassen, dadurch die Leute zum Auszug zu zwingen, danach modernisieren und dann die Wohnung natürlich selbstverständlich teurer zu machen. Also wie gesagt, das ist das eine. Das andere ist, dass versucht wird mit unglaublichen Schikanen wie Kündigungsschreiben, die man sich einmal anguckt und dann feststellt, es gibt überhaupt keinen Rechtsgrund für eine Kündigung, die Leute überzogen werden. Bis dazu, dass irgendwie Wohnungsvermessungen stattfinden, und zwar in regelmäßigen Abständen, wo vor allen Dingen ältere Menschen sagen, was soll das jetzt alles. Was man den Leuten immer wieder empfehlen kann, ist, neben der Tatsache, geht zum Mieterverein oder geht zur Mietergemeinschaft, ist, sich gegenseitig zu informieren. Also was wir mittlerweile machen, ist, so, wann immer wir davon etwas hören, in die Briefkästen Zettel zu stecken und zu sagen, erstens, wir haben das und das gehört, zweitens, wir bieten an, wenigstens erste kostenlose Rechtsberatung, was man dagegen machen kann. Und das dritte ist dann, wenn die Leute sich zusammentun und wenn die Leute erreichen, dass es eine gewisse Öffentlichkeit gibt, die auch jenseits des eigenen Hauses, dann bestehen die Chancen, dass sich dadurch auch in der Nachbarschaft etwas entwickelt, Entschuldigung, das passiert jetzt noch häufiger, sich in der Nachbarschaft etwas entwickelt,
und dass zum Teil auch die Presse anspringt. Und das wiederum ist etwas, was meine Erfahrung zeigt, dass die einen oder anderen Vermieter ziemlich angepiekst reagieren, wenn sie öffentlich über Presse und sonst was, ich sage es jetzt mal bösartig, angepisst werden und ihnen und sozusagen skandalisiert wird, was sie machen. Deswegen, wie gesagt, diese drei Schritte: erstens, wann immer ein Schreiben kommt, unbedingt eine kostenlose Mieterberatung aufsuchen oder eben halt in den Mieterverein oder Mietergemeinschaft gehen und alles überprüfen lassen. Zweitens, sich zusammenschließen und drittens, sich möglichst mit den Leuten vernetzen, die in der Stadt jetzt hier massiv in dem Bereich unterwegs sind. Also es gibt ja sozusagen nicht nur so eine Veranstaltung wie hier, sondern es gibt ja breite Bündnisse und dort sich einbringen und aktiv zu werden, selbst wenn man im Moment nicht betroffen ist, ist, glaube ich, der beste Weg. Ja, vielen Dank, Herr Luna. Ich möchte das noch ergänzen. Es stand ja auch in unserem Aufruf ein Hinweis zum Mietenstopp-Bündnis. Das besteht aus vielen Kiez-Initiativen und draußen liegt so eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man interessiert ist, daran so eine Initiative zu gründen. Und zum Zweiten liegt da rechts und auch draußen ein Flyer zu einer Demo und Veranstaltung am 18. Das heißt am Montag, wo es also speziell um dieses Thema geht. Da ist eine Veranstaltung der Immobilienwirtschaft, glaube ich, ne? Ja. Also wie gesagt, da kann man natürlich schon einiges machen. Eine kurze Anmerkung noch zu möglichen falschen Mieterhöhungen oder falsch unberechtigten Mieterhöhungen, egal ob Modernisierung oder nicht. Das erlebe ich auch immer wieder, dass also flächendeckend jetzt sich an den Mietspiegel herangepirscht wird, aber nicht dabei richtig berücksichtigt wird, ob die Mieten denn auch berechtigt sind. Also ich hatte ein älteres Ehepaar über dem Linkstelefon, die kamen ganz verzweifelt runter und sagten, wir sollen also jetzt, ich glaube, 80 Euro mehr bezahlen, können wir gar nicht. Dann habe ich gesagt, ich gehe mal mit und gucke mir die Wohnung mal an und stellte dann fest, dass in der Wohnung kein Bad war, dass ganz viele Dinge, die zu dem Preissegment, wonach die Mieterhöhung ausgerichtet war, überhaupt gar nicht passten. Und habe das dann ausgerechnet und im Prinzip zahlen die jetzt schon 20 Euro zu viel. Das heißt also, die sind, haben natürlich dann die Mieterhöhung nicht bezahlen müssen, aber die vorherige Miete hatten sie akzeptiert. Also wie gesagt, sich natürlich wehren. Man kann dann eben auch jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr im Linkstreff sich kostenlose Hilfe durch einen unserer Anwälte, da sitzen zwei, kann man auch gleich befragen, wenn man will, holen und oder natürlich beim Mieterverein oder bei der Mietergemeinschaft. Es kommt auch darauf an, dass ein großer Bestandteil von Wohnungen entweder der öffentlichen Hand gehört, also der Stadt Berlin im Rahmen von Wohnungsbaugesellschaften oder in genossenschaftlicher Hand ist, weil wenn ich eine Wohnungsbaugesellschaft oder eine Genossenschaft habe, haben die natürlich nochmal erheblich mehr Chancen, auch weil sie häufig dem Gemeinwohl verpflichtet sind, nochmal ganz anders zu agieren. Also am letzten Donnerstag war eine Veranstaltung der Herrn Panke zu Genossenschaften und die haben uns sehr deutlich erzählt, also zumindest die, die dort waren, dass sie zum Beispiel bei Modernisierung genau die 11% nicht durchreichen an ihre Mieterinnen und Mieter, sondern dass sie gucken, was können sie ihren Mietern zumuten, was können sie ihren Mietern nicht zumuten. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch darüber redet, wenn man dieses ganze Problem, wo wir jetzt immer nur Facetten angeschnitten haben, was man machen kann, wenn man den Aspekt Wohnungen in öffentlicher Hand oder in genossenschaftlicher Hand, wenn man den nicht vernachlässigt. Und deswegen bieten wir Wohnungen für Transferleistungsbeziehende an, die deutlich unter dem sind, was man eigentlich nehmen könnte an Mieten. Also weil sie gesagt haben, ja, zu diesem Bereich sollen eben auch gehören, dass Transferleistungsbeziehende dort leben. Da hat man jetzt die interessante Situation, dass von den anderen Mieterinnen und Mietern eine Debatte losgeht, ob es denn sinnvoll ist, dass die GEWOBAG die Wohnungen an Transferleistungsbeziehende vermietet. Also auch da, finde ich, muss man nochmal berücksichtigen, es gibt auch eine Entsolidarisierung zwischen Mieterinnen und Mietern. Das dürfen wir nicht vergessen. Die kommen dann zu mir in die Bürgersprechstunde und sagen, sie sind doch sicherlich auch dafür, dass die Transferleistungsbeziehenden nicht immer die Wohnung bekommen, weil es ja nicht schön hier. Und dann sage ich,
Nee, sehe ich komplett anders. Also ich finde, es muss sozusagen eine Mischung geben zwischen Leuten, die Selbstzahler sind und Leuten, die Transferleistungsbeziehende sind. Und ich werde jetzt nicht zur GEWOBAG gehen und sagen, dass die Leute, also dass keine Wohnung mehr an Transferleistungsbeziehende vermietet werden soll. Dann gucken die aber erstmal. Aber auch das finde ich, wie gesagt, ich will darauf hinweisen, auch das muss man nochmal berücksichtigen. Das Zweite, worauf ich hinweisen will, der eine oder die andere hat es vielleicht mitgekriegt. Es gibt jetzt am Kotti Mieterinnen und Mieter, die quasi so eine Art Mahnwache haben. Am Kotti, am Kottbusser Tor, die gesagt haben, uns reicht es jetzt mit der GEWO, mit der GSW und Hermes. Die sind 24 Stunden auf den Beinen. Die haben dort eine, sozusagen so ein bisschen auf Holz, so eine Hütte gebaut. Und die sind jetzt gerade dabei, sich zu vernetzen mit Initiativen. Und ich glaube, wenn es noch mehr solcher Initiativen gibt, also Leute, die einfach sagen, nee, die lassen das mit uns nicht mehr machen, wir gehen hier sichtbar auf die Straße, dann ist das auch nochmal ein Punkt, wo man gemeinsam Druck ausüben kann und wo irgendwann auch Presse und Öffentlichkeit nicht mehr daran vorbei kann, dass es diese Probleme gibt. Eigentlich lassen wir mal den Begriff Mietspiegel weg und sagen ortsübliche Vergleichsmiete. Und die, wie sie bestimmt wird, die Kriterien liegen im Mietengesetz ganz konkret fest. So. Und das Gesetz gibt vor, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Mieterhöhung nach dem ortsüblichen Vergleichsmiete zu bestimmen. Dazu gehört in Berlin ist bestimmt der qualifizierte Mietspiegel. Es gibt aber auch noch andere Varianten, wie zum Beispiel Auskunft aus einer Miet- und Datenbank oder eben Vergleichswohnungen und so weiter. Also es gibt noch weitere Möglichkeiten. Was dann, wenn es vor Gericht geht, wenn einer sagt, also ich zweifle meine Mieterhöhung an, dann kann also das mit der jeweiligen Möglichkeit begründet werden. Nun haben wir in Berlin Folgendes. An sich wird der Mietspiegel, weil es ein qualifizierter Mietspiegel ist, durch Gerichte anerkannt. Aber wenn Sie die Tabelle sehen, dann finden Sie dort da entweder Leerfälle oder Daten, wo Sternchen dran sind. Zu wenig Vergleichsmöglichkeiten. Das sind eigentlich, wo Leerfelder sind, gibt es keinen Mittelwert oder keinen Spannwert. Und da, wo ein Sternchen dran sind, wo zwar Daten drin stehen, trifft die Festlegung qualifizierter Mietspiegel nicht zu, weil die Daten, die dazu erhoben wurden, nicht ausreichend waren, um konkret nachzuweisen, dass das so ist. Und das ist die große Misere in Berlin. Ich habe das mal, als der neue Mietspiegel, also die Weiterentwicklung des Mietspiegels 2009 und 2010 erfolgte, mal deutlich gemacht. Das heißt also, es sind eine ganze Masse Lücken in diesem Mietspiegel und das hängt immer dann von dem Gericht ab, inwieweit sie dann diese Felder zumindest da, wo Daten drin stehen, akzeptieren oder nicht. Rein rechtlich kann jetzt der Vermieter seine Mieterhöhung, wo nichts drin steht, begründen mit einem Vergleichswohnung. Er sucht, die müssen natürlich nicht unterschiedlich sein, sondern da ist dann schon wieder eine Möglichkeit, wo man einhaken kann, wenn die völlig drei verschiedene Wohnungen sind, die mir überhaupt nicht miteinander korrespondieren. Das kann er machen. Das ist eben das große Problem. Und nicht der Mietspiegel muss verändert werden, sondern die gesetzliche Grundlage muss verändert werden, dass eben zum Beispiel Mieten aus der Bestandsmiete, die nicht in den letzten 4 Jahren verändert. Das heißt ja verändert worden muss. Ich habe da nie erlebt, dass eine Miete nach unten gegangen ist, sie ist meistens nach oben gegangen. Sodass also im Allgemeinen immer nur Mieten erfasst werden, die den Trend nach oben haben. So, aber das ist wie gesagt, laut Gesetz, da kann auch der Mieterverein leider eine Stelle machen. Wir haben jetzt versucht, jetzt ist ja gegenwärtig die Phase der Neuerstellung des Mietspiegels 2013. Haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das auflösen, dass wenigstens mehr Felder als qualifiziert.
komplizierter Mietspiegel. Aber es ist gar nicht so einfach, da gibt es nämlich auch Pro und Contra, weil mehr, es wäre eine Lösung wäre, dass mehr Daten erfasst werden. Das würde bedeuten, dass der, das Institut mehr arbeiten müsste und der Senat mehr für die Erarbeitung des Mietspiegels zur Verfügung stellen müsste. Das wollen sie nicht. So, die andere Möglichkeit wäre, dass man durch Spalten und Zeilen verdichtet, um also dann zumindest dadurch eine höhere Zahl, Anzahl zu bekommen. Aber da gibt es dann auch wieder, daher nicht der Mieter, die Mietervereine entscheiden, sondern da sitzen ja auch die Vermieter drin und denen passt das ja dann so auch nicht. So, und wenn die sich nicht einig werden, dann sagt der Senat, gut, wenn ihr euch nicht einig werdet, dann bleibt alles so, wie es ist. Weil der Senat im Endergebnis entscheidet. So, und das hat ja auch folgende Sache, wenn der Senat entscheidet, das, was der Mieterverein oder was die Mietervereine vorgeschlagen, machen wir, dann kann aber das Gericht sagen, ja, es gab ja keinen Konsens in dieser Richtung. Sodass es also dann auch nicht rechtlich wieder fest ist. Also, das ist wirklich eine Sache, wir sind einerseits froh, wenn es nicht den Mietspiegel geben würde, dann würde es wahrscheinlich noch schlimmer sein. Aber die entscheidende Frage, eigentlich übel der ganzen Geschichte, ist die Festlegung der ortsüblichen Vergleichsmiete, die Kriterien, die da aufgeführt sind, das ist das eigentliche Übel, was geändert werden muss. Und das heißt, das ist ja auch die Forderung der Linken, dass wir sagen, da muss was anders her. Unser Mieterverein sagt, das muss so gestaltet werden, dass es auch wirklich eine reale Darstellung der Mieten ist und nicht, dass die neue Vermietung, die exorbitant steigen, dann ständig die Mieten nach oben treiben, die Bestandsmieten. Naja, ich habe ja vorhin gesagt, ich will ein bisschen unorthodox anfangen bei der Frage, was man machen kann. Deswegen habe ich auf der einen Seite darauf hingewiesen, dass wir das möglicherweise ganz anders diskutieren würden, wenn wir andere Erwerbseinkommen hätten. Also wenn wir nicht Erwerbseinkommen hätten, von denen man beispielsweise nicht leben kann. Und ich habe in dem Zusammenhang gesagt, wenn wir Solidarsysteme hätten, und da ist es erstmal sozusagen Prost, ob es eine sanktionsfreie Mindestsicherung, ist das jetzt der korrekte Begriff? Naja, ne? Eine sanktionsfreie Mindestsicherung oder ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Wenn wir quasi Solidarsysteme hätten, die ein existenzwürdiges Leben sichern, auch dann würden wir anders darüber diskutieren. Wir würden anders darüber diskutieren, wenn wir beispielsweise auch eine Forderung, die die Linke hat, sagen würden, es darf nicht mehr als 30% des jeweiligen Haushaltseinkommens, nicht mehr als 30% des Haushaltseinkommens für Mietzahlung nötig sein. Das alles funktioniert natürlich nur, und jetzt komme ich sozusagen zur Kehrseite, wenn man Wohnungen zumindest in sehr, sehr großem Umfang dem Markt und damit sozusagen als Ware entzieht. Also wenn man sozusagen Wohnungen zur Daseinsvorsorge zählt und dem Markt entzieht. Das, worum es aber, also worum es mir geht, ist, deswegen wollen wir auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Städtebau und Wohnen eine mietenpolitische Konferenz machen. Ich glaube, alle politischen Parteien und auch wir selber, also wir als Linke, haben immer mal ein Fitzelchen, wo wir sagen, das muss sich ändern, das muss sich ändern, das muss sich ändern. Aber ich glaube, wir sind alle noch nicht so weit, dass wir, ich sag mal, das große, in sich geschlossene Konzept haben. Dass wir bis ins kleinste Detail geguckt haben, welche Regelung ist dort machbar, welche Regelung ist dort machbar, welche Regelung ist dort machbar. Das, glaube ich, ist eine Aufgabe, die steht an. Und die steht an, auch wenn man das sozusagen, wenn das hier jetzt vielleicht nicht so relevant ist, auch mit Blick darauf, dass es andersrum auch Städte gibt, die haben all diese Probleme nicht, weil die Leute wegziehen. Also wir haben ja, wenn wir über Mietenproblematik reden, zwei Tendenzen. Wir haben die Großstädte, die Universitätsstädte, wo wir sozusagen diese Verdrängungsprozesse haben, und wir haben kleinere Städte, vor allen Dingen in Ostdeutschland,
die sozusagen, wo die Leute wegziehen, wo ganze Wohnungen leer stehen. Und da, glaube ich, ist es notwendig, dass man Trinken ein Gesamtkonzept entwickelt mit sozusagen ganz verschiedenen Ideen, Vorschlägen, Modellen, wo Kommune, Land, Bund zusammengedacht werden. Was kann man da konkret machen? Weil im Moment ist das immer, an der Stelle kann man was machen und an der Stelle kann man was machen. Zur Frage Demo. Also wenn ich mich recht entsinne, hat die Linke relativ früh gesagt, dass es sowas wie Wohnungsnot gibt. Sie hat nur, Moment. Sie hat gesagt, es gibt Wohnungsnot und hat sich dann darauf beschränkt, Frau Junge-Reyer, das, ich übertreibe jetzt mal, jede zweite Senatssitzung zu erklären, Frau Junge-Reyer, es gibt übrigens Wohnungsnot, machen Sie mal. Und das hat Frau Junge-Reyer dann nicht gemacht. Also insofern hat die Linke das schon thematisiert, aber sie hat außer thematisiert nichts gemacht. Also uns mal. Sie hat es aber auch geleugnet. Na, wenn ich mich recht entsinne, aber ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, spätestens 2010, Anfang 2010, war es thematisiert, aber eben halt thematisiert. Aber ist nicht gemacht worden. So, bei der Frage, ich verstehe das komplett, wie sozusagen Mieterinnen und Mieter und auch Protestierer darauf reagieren. Meine Erfahrung im Übrigen ist, wenn ich hingehe und sage, hingehe zu Protestierenden beispielsweise am Kotti, dann sage ich immer, ja, ich komme von der Linken, ja, wir haben die GSW verkauft, wir wissen auch, dass es ein Fehler war. Zweitens, ja, wir haben den sozialen Wohnungsbau, die Förderung im sozialen Wohnungsbau abgeschafft. Ich finde übrigens, dass das richtig war. Das, was wir nicht gemacht haben, wo wir geschlafen haben, ist, dass wir nicht uns darum gekümmert haben, was passiert mit den Mieterinnen und Mietern, wenn die Förderung ausläuft. Das ist ein Fehler, den wir gemacht haben. Und ja, wir haben im Rahmen der Koalition, die wir gehabt haben, das Thema zu spät gesehen. Und wir haben dann zu sehr das versucht, intern zu klären, mit der SPD intern zu reden, statt an einer bestimmten Stelle zu sagen, so, wenn ihr das... wenn ihr da nicht wollt wie wir, dann ist Ende im Gelände, dann kommt es wegen mir auch zum Koalitionsentwurf. Wäre optimal gewesen, Frau Lavalle. Ja, das ist so. Wenn ich dann mit den Leuten ins Gespräch komme und sozusagen gleich so offen reinkomme, dann ist schon so, dass die Leute sagen, okay, wir sind eigentlich ein bisschen skeptisch, weil wir haben nun mal die Erfahrung mit euch, aber wir sehen natürlich auch, dass ihr euch jetzt bemüht, dass ihr... ich kann es jetzt nur sagen, von da, wo ich jetzt war. Wir sehen, dass ihr euch da engagiert. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir da jubelnd sind, aber wir sind schon bereit, auf einer Ebene von gewisser Art von Zusammenarbeit mit euch gemeinsam was zu machen. Und sei es eben, dass sie sagen, können wir nicht mal diese und jene Information rausbekommen für uns. Also das ist, glaube ich, das ist etwas, wo es so ganz langsam und von der Basis her wieder beginnt zu wachsen. Und da bin ich zumindest ganz zuversichtlich, dass es über diesen Weg einfach auch gelingen kann, neues Vertrauen zu erreichen. Weil die Fehler können wir nicht mehr gut machen. Wir können lediglich hingehen und sagen, ja, haben wir Scheiße gebaut. Aber wie gesagt, ein Kriterium, was nicht greift, ist die Lärmbelästigung. Die ist prinzipiell aus der Wohnlage ausgeklammert worden, sondern die wird ja als ein Mängel im Mietspiegel in der Spanneneinordnung selber angelegt. Das heißt also für alle gleichberechtigt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Leute, die Vermieter aus Rehberge kommen, weil der Fluglärm eingestellt wurde und sie damit eine Veränderung der Wohnlage begründen wollten, könnten sie das nicht. Ja? Also allein auf die Lärmbelästigung hinaus kann er keinen Antrag stellen, dass die Wohnlage besser geworden ist. Sondern ich habe das jetzt auch nicht im Kopf. Da sind mehrere Kriterien, zum Beispiel, wie ist das Wohnumfeld? Ja, ist es nicht instand gehalten? Ist es eine dichte Bebauung? Und das sind bestimmte Kriterien, die man auch, wenn man jetzt als Mieter
beantragt, dass man an Einstufung kam, muss man sich an diese Kriterien holen. Und ich sage, also ich habe da jetzt eine Kneipe unten angekriegt und die machen da pausenlos Krach, dass ich nicht schlafen kann, wäre das in dem Fall keine Begründung, um die Wohnlage zu verändern. Ja? Sondern da sind dann andere Kriterien, die ich da anführen muss, um eine Änderung der Wohnlage zu beantragen. Also ich finde, die Frage QM ist ja eine, die zumindest ich seit Mitte der 90er Jahre führe. Die Frage sozusagen, wie geht man mit dem QM um? Und ich glaube, das ist am Ende eine Grundfrage. Selbstverständlich ist das QM, was viele, also hier wahrscheinlich genauso wie am Mehringplatz, wo es auch ein QM-Gebiet gibt, ist das QM, also Quartiersmanagement, falls... damit wir hier nicht in den Fachbegriffen bleiben, mit dem, was es an Aktionen macht, mit dem, wie es versucht, Einwohnerinnen und Einwohner mit einzubeziehen. Etwas, was zunächst auch Quartiere aufwertet. Selbstverständlich. Aber das ist so ein bisschen, auch jetzt übertreibe ich mal wieder, wenn in Wohngegenden wo möglicherweise auch viele ältere Personen wohnen, die Wohnungen barrieregerecht gemacht werden und Fahrstühle angebaut werden, beispielsweise. Das macht das QM? Ja, natürlich ist das eine Aufwertung dieser Gegenden. Aber ich kann nicht dagegen sein, dass genau das stattfindet. Deswegen glaube ich, ist nicht die Frage, ob man sagt, das QM wertet Quartiere auf. Deswegen ist es nicht die Frage, ob man sagt, man findet es richtig, dass Wohnungen barrierefrei gebaut werden und dass insofern Veränderungen stattfinden, dass da beispielsweise Fahrstühle gebaut werden, sondern die Frage ist, wie geht man damit um und was sind mietpolitische Instrumente, dass genau diese Aufwertung kein Problem ist für Leute, die vielleicht nicht so viel Geld in der Tasche haben und da wohnen können. Also so würde ich lieber rangehen, als so eine Debatte zu führen, ob das nicht eher ein Problem ist. Und zu den verschiedenen Instrumenten, die man ergreifen muss, damit Leute dort auch wohnen bleiben können, wo sie wohnen, da haben wir ja vorhin schon was gesagt. Wie geht man denn nun damit um? Also na, selbstverständlich bin ich dafür, dass die Wohnungen barrierefrei gebaut werden. Selbstverständlich bin ich dafür, dass im Rahmen von Quartiersmanagement, also was weiß ich, bei uns am Mehringplatz beispielsweise, wird dafür gesorgt, dass die immer wieder umgerissenen Blumenkübel erhalten bleiben. Da habe ich doch überhaupt nichts dagegen, sondern das, da haben wir ja vorhin drüber geredet. Also die Frage von Mietsteigerung bei Neuvermietung, die Frage von Mietsteigerung generell. Die Frage von Unterstützungsleistungen, die Frage von Wohngeld, die Frage von den 30%, die ich vorhin gesagt habe, die Frage von den Landesmöglichkeiten, die es gibt, die Frage von Unterstützungsleistungen im konkreten Fall, also hier die WAF, wie es jetzt so schön heißt. Also bei der WAF, da muss man einfach mal sagen, also diese AV-Wohnen, also das, was sozusagen Transferleistungsbeziehende bekommen. Da muss man sagen, die Mietgrenzen, die wir da festgelegt haben, die sind so jenseits von Gut und Böse, also die sind einfach Quatsch, um es mal deutlich zu sagen, dass man an der Stelle neben den ganzen anderen Instrumenten, die ich gesagt habe, gucken muss, wie man an der Geschichte so einen Druck ausübt, dass entweder die Richtwerte angepasst werden, Klammer auf, was dann im Übrigen wieder dazu führt, dass die Mieten steigen, ja? Dass man guckt, ist es möglich, bestimmte Zuschläge zu zahlen in bestimmten Gebieten, ist es möglich, dass man an der Stelle ganz andere Mittel und Möglichkeiten nochmal nachprüft. Das sind einfach Instrumente, wo ich sage, da muss man ansetzen und nicht bei der Frage, ist es jetzt korrekt, dass das Quartiersmanagement dafür sorgt, dass in den Gebieten, wo es möglicherweise auch Probleme gibt,
es weniger Probleme gibt? Das eigentliche Problem besteht nicht darin, dass die Leute mit diesem Quartiersmanagement unzufrieden sind. Das Problem besteht, wo es das zu wenig bin. Dass einige Bezirke sich benachteiligt fühlen gegenüber den Bezirken oder Kiezen, die eben Quartiersmanagement haben. Nicht? Weil ja gerade, wie hier schon gesagt wurde, in solchen sozialen Brennpunkten eingerichtet wurde, um das Zusammenleben der Bürger unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen zusammenzufügen, durch Veranstaltungen Gemeinsamkeitsgefühl zu entwickeln. Das ist eigentlich das Grundanliegen und dazu wurden auch entsprechende Fördermittel zur Verfügung gestellt. Und ich habe selbst auf bestimmte Analysen, die wir angefertigt haben, nämlich Sozialstrukturen, da sollte man mal reingucken, das ist ganz interessant. Also diese Frage ist nicht von Hand zu weisen. Wir wollen auch mit Tiergarten Süd da in Verbindung treten. Wir arbeiten eng versuchen mit den Leuten auch zusammenzuarbeiten. Und vielleicht noch zu der Frage hier mit dieser Demonstration. Es gibt jetzt das Bestreben, ich bin dazu eingeladen worden, alle Initiativen und Verbände, die sich mit Mieten beschäftigen, mal zusammenzunehmen, um ein Konzept zu erarbeiten, welche Möglichkeiten gibt es, sich zu wehren. Es ist ja nicht nur die Demonstration, sondern ich habe ja auch einige Beispiele genannt, wo man sich wehren kann, um das ein bisschen zu koordinieren. Jetzt ist es ein bisschen Wildwuchs, es ist aus dem spontan entstanden, weil die Leute einfach sagen, so geht es nicht mehr weiter. So, nun muss man das auch so steuern, dass es wirkungsvoll angewandt wird. Nicht? In einigen Fällen ist es eine Demonstration oder eine Besetzung wichtig, in anderen ist es, dass man, aber das Entscheidende ist, mit den Leuten zu reden. Wer kommt dorthin? Ist da jeder bereit, sich überhaupt schon mal in seinem Haus zu wehren? Und das muss gefördert werden und das Schwere, sage ich immer, das Schwerwiegende ist, eigentlich mit den Leuten zu reden und ihnen bewusst zu machen, dass sie selber dagegen etwas tun müssen und nicht bloß immer sagen, was können wir da tun. Ansonsten wird sich politisch nicht ändern, wenn wir uns nicht an der Basis organisieren. Oder wenn wir den Vermieter zeigen, wir sind uns einig und wir wollen das nicht, dann lenkt auch ein. Es passiert immer nur, wenn die Leute alleine sind. Dann versucht er den entweder kurzfristig, weil er ständig ihn auf die Zehen tritt, dann doch irgendwie zu sagen, also raus. Ja, deshalb versuchen wir jetzt, das mal ein bisschen zu koordinieren und zusammenzusetzen an einen Tisch, dass nicht jeder in die Richtung marschiert, in die Richtung marschiert, sondern dass man versucht, diese Kraft ein bisschen zu bündeln. Ja, das ist also unser Anliegen auch. Ich habe vorhin gesagt, dass wir als Linke eine Bundesarbeitsgemeinschaft haben. Bundesarbeitsgemeinschaft heißt, es sind aus dem gesamten Bundesgebiet Menschen, die sich mit Mieten, Wohnen, Stadtentwicklung beschäftigen. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft, also diese Leute, planen in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres eine Konferenz zusammen mit dem Parteivorstand, um an dieser Stelle nochmal genauer, umfassender das, was ich vorhin angesprochen habe, zu entwickeln, nämlich, ich sage mal, ein Gesamtkonzept, was jenseits dem liegt, dass wir mal sagen, an der Stelle müssen wir was ändern, an der Stelle müssen wir was ändern und an der Stelle müssen wir was ändern, sondern tatsächlich ein Konzept, wo Zeit ist auch, unterschiedliche Positionen, die es zum Teil auch noch bei uns gibt, mal in Ruhe ausdiskutieren zu können und ein Gesamtkonzept entwickeln zu können. Da ist aber, außer dass es den Beschluss gibt, dass es diese Konferenz gibt, noch nichts weiter passiert, konnte auch noch nicht, weil die Bundesarbeitsgemeinschaft noch nicht getagt hat wieder und der Parteivorstand auch gerade gewählt worden ist. Also zur AFA Wohnen, die AFA Wohnen ist ein Ausführungsvorschritt, hat keine Gesetzeskraft. Und dass es da ein Landesgesetz bzw. eine Rechtsverordnung gibt, diese Möglichkeit ist im letzten Jahr überhaupt erst geschaffen worden durch die Novellierung des SGB II. Da wurde dann den Ländern die Möglichkeit geboten, ein Landesgesetz oder eine Rechtsverordnung das zu regeln, und das ist jetzt geschehen. Irgendwelche Ausführungsvorschriften gibt es im Prinzip immer noch, die haben aber auch keinerlei Bedeutung. Also die BAF, das ist das entscheidende Instrumentarium. Und einen Punkt möchte ich schon zu den QM-Gebieten auch noch sagen. Natürlich ist es wertet Arbeiterquartiersmanagement diese Bezirke auch, das ist auch der Sinn der Sache. Das
Das sind ziemlich runtergekommene Gebiete und die sollen natürlich aufgewertet werden. Die Lebenssituation der Menschen soll verbessert werden. Und logischerweise hat das irgendwann, wenn man denn Wohnen dem freien Markt überlässt, hat das Auswirkungen. Das ist das zentrale Problem. Das kann man aber jetzt nicht damit bekämpfen, indem man jetzt sagt, na gut, also wir machen keine Coams mehr und lassen wir alles verrotten, dann steigen die Mieten auch nicht. Das gleiche Problem gilt bei den Richtwerten für Transferleistungsbeziehende. Wenn man jetzt sagt, na gut, also die kriegen nur noch eine Hälfte, dann hat das preisdämpfende Wirkung auf die Mieten. So kann man natürlich nicht rangehen. Das ist ganz klar. Das Problem ist, dass wir uns hier in einem Bereich bewegen, der auf dem freien Markt nichts zu suchen hat. Wohnen ist ein Menschenrecht und das ist vom freien Markt, vom Profitstreben, sollte das ausgenommen sein. Das ist das Problem. Ich sage mal Folgendes. Wird ja immer die Weimarer Verfassung so überall grünen Klee gelobt. Aber eins, was in der Weimarer Verfassung die wichtiger stand, das Recht auf Wohnen, darüber wird gar nicht diskutiert. Das war die erste Verfassung, die ein Recht auf Wohnen überhaupt festgeschrieben hat. Und alle unsere Wohnungsbaugesellschaften, die heute noch existieren, selbst die GSB waren gemeinnützig und die tragen sie ja heute teilweise noch. Die EG-Wohnen, die tragen sie ja noch im Namen, obwohl sie nicht mehr gemeinnützig sind. Das war ja überhaupt die Möglichkeit, damit wurde die Möglichkeit geschaffen, auch in Berlin wurde dann ein Baugesetz erlassen, dass gemeinnützige Baugesellschaften geschaffen worden sind, die Wohnraum für alle gebaut haben. So, und das wird in der Bundesrepublik wird immer der Feiertag Weimarer Verfassung gefeiert, aber keiner nimmt darauf jemals Bezug, dass es eigentlich ein Grundsatz gegeben hat, der heute überhaupt keine Rolle mehr spielt. Sondern die Gemeinnützigkeit wurde abgeschafft, ja, und wie gesagt, Spekulation wurde Tür und Tor geöffnet, Heizgesetz wurde verlassen. Dass Immobiliengesellschaften, die Aktien dotiert sind, hier sich umtummeln können. Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass genau das Problem ist und im Übrigen auch das Problem war beim sozialen Wohnungsbau, sag mal in Alt-West-Berlin, dass genau mit Steuerunterstützung es eine Objektförderung gab, nämlich die Wohnung, die gebaut worden. Die Kostenmiete. Und dann mit der Kostenmiete ist es dazu gekommen, dass man quasi Steuergeld verschenkt hat. Weswegen ich gesagt habe, jetzt diskutiert wird, ob es nicht im Sinne von Wohnungsbau sinnvoll ist zu sagen, man macht einen kommunalen Fonds, einen Berliner Fonds, und mit diesem Fonds wird zwar die Möglichkeit gegeben, neu zu bauen, auch gegen sozusagen die Vereinbarung, dass diese Wohnungen quasi Menschen zur Verfügung gestellt werden, die jetzt nicht so gut begütert sind und trotzdem klar ist, dass diese Förderung nach 10 bis 15 Jahren, muss man dann drüber streiten, zurückgezahlt wird. Das heißt, dann gibt es eben keine Steuergeschenke mehr, sondern da gibt es eine Förderung für einen beschränkten Zeitraum und die Förderung ist irgendwann zurückzuzahlen. Das, was ich spannend finden würde in der Debatte, ist, mal darüber nachzudenken, ob es vorstellbar wäre, ich formuliere das mal sehr, sehr vorsichtig, weil ich mir da auch nicht sicher bin, ein Modell, wie es, ich glaube, in Neuseeland ist es, ob man nicht ein Modell wie in Neuseeland machen könnte. In Neuseeland ist es so, dass jedem Einwohner, jeder Einwohnerin quasi Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, von Staats wegen, in einer bestimmten Größe. Und das hat jeder zur Verfügung. Und wenn man findet, dass das nicht ausreichend ist, also ich weiß es jetzt nicht, ob 60 Quadratmeter, keine Ahnung, dann muss man selbst zukaufen. Ich finde, man muss sich so ein Modell nochmal in Ruhe anschauen, wie funktioniert das, kann man das auf ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland übertragen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ist es nicht diskriminierend, wenn es nur eine bestimmte Größe ist, aber ich finde, all das muss man dann sich angucken, wenn man ein Gesamtkonzept erstellt, aber was klar ist, ist, das ergibt sich ja logisch daraus, wenn man sagt, Wohnungen sollen nicht dem Markt oder sozusagen sollen keine Ware sein,
dass es diese steuerliche Begünstigung, diese Steuerfinanzierung, damit, dass Leute Gewinn machen mit Wohnungen, dass es das zukünftig nicht mehr geben kann. Also das ist, glaube ich, sozusagen die Grundlage all dessen, worüber wir überhaupt reden. Das ist der Anreiz, natürlich da reinzugehen. Ne? Klar. Ja, ich wollte noch eins sagen zur Ehrenrettung der Linken in diesem Prozess da. Und zwar wird irgendwie von einigen Leuten überhaupt nicht formuliert, weil ja nicht daran gedacht, wie viele Jahre lang die Linke schon eine fortschrittliche Politik betreibt, also für die Mieter. Ja? Wie viele ehrenamtliche Anwälte in der ganzen Stadt beraten, über Jahre und alle. Das muss man den Leuten dann auch mal sagen. Ja? Also die sind jetzt spontan, treten sie auf und es ist richtig, dass sie auftreten. Aber irgendwas haben wir auch auf der Habenseite, bin ich in der Meinung in dieser Sache. Ja? Wir haben es jahrelang, machen jetzt schon über Jahre hier, wir haben Wedding und wir haben auch bis zu diesen Fähren, die auch da waren, und sag ich auch so, haben wir immer auf der Seite der Mieter gestanden. Wir haben nie woanders. Das Problem ist die Senatsbeteiligung gewesen, wie die rübergekommen ist. Das ist die Schwierigkeit. Natürlich. Ja, es standen auch immer Leute vor den Jobcentern immer, nicht? Ich selber auch. Ja, man hätte die Koalitionsfrage stellen müssen, spätestens beim Wohnraumgesetz. Aber das ist Schnee von gestern. Genau, das ist das Problem. Wir gehen jetzt auch offensiv in die Opposition. Ja, das kann man für ein Fazit ziehen aus der Veranstaltung. Sagen, weil entscheidend ist, das müssen sich alle wehren, und zwar gemeinsam wehren. Solidarität. Einzelne alleine können nicht viel erreichen können. Keiner bleibt allein. Und nur auf die Politik zu warten, das kann mühsam werden. Erstmal muss man die Politik drängen, da muss man Druck machen. Und das dauert dann auch noch viel zu lange, also zumindest für das akute Problem, was wir hier Wedding und in Teilen von der Köln und Moabit haben. Daher muss man sich einfach solidarisieren und gemeinsam was unternehmen. Also ohne irgendwelche Befindlichkeiten und zu sagen, naja gut, also der ist aber jetzt von der Linken oder der ist von der SPD, der ist ja noch mehr schuld. Also von mir aus kann auch gerne jedes SPD-Mitglied demonstrieren für die richtige Sache. Da haben wir überhaupt nichts gegen. Ja, wenn es jetzt keine besonderen Fragen mehr gibt, dann ja, bedanke ich mich recht herzlich bei allen, insbesondere bei Wilfried und ganz besonders bei Alina, weil das ist ja nun schon eine anstrengende Geschichte, denke ich mal, jetzt war. Und du bist gleich erlöst und kannst nach Hause fahren, ich bin ins Bett legen. Und wünsche alle alles.